Hey Leute, Beyond Light steht an und ich gebe euch heute einen Guide, was ihr alles braucht und auch holen solltet. Falls ihr mir dabei zuschauen wollt oder extra Tipps erhalten wollt, könnt ihr gerne auf Twitch bei mir reinfollowen. Dort streame ich ab jetzt wieder aktiver und ich würde mich freuen, wenn ihr alle mal vorbeischaut. Also, lasst uns keine Zeit mehr verlieren und direkt zum ersten Punkt kommen. Die Bounties. Wichtig ist, dass ihr die Bounties saved. Aber da gibt es einige Unterschiede, denn wie die meisten von euch bereits wissen, landet vieles in der Destiny Content Vault. Von daher solltet ihr nur bestimmte Bounties behalten. Als erstes, was ihr nicht behalten solltet, sind alle Titan, Io, Mars, Merkur, Benedict, Werner Bounties, die es bisher gibt. Und dann die Hawthorne Challenges, die gehen nämlich auch weg. Die Gambit-Beutezüge, denn Gambit wird ja neu gemacht. Und die Black Armory Bounties, denn diese werden auch verschwinden. Spider-Bounties braucht ihr gar nicht beachten, weil die geben schon ewig keinen XP mehr. Wichtig ist, dass ihr auch keine eventbezogenen Beutezüge behaltet. Denn die erkennt ihr daran, wenn unten am Beutezug Expires Edge steht. Quests, die ihr unbedingt behalten solltet, wären die von Nessus und von der Erde, die von Shax und Zavala und auch die von Iron Banner. Die Banshee-Bounties sind ganz wichtig, weil die kann man immer nebenbei machen und die Moon-Bounties von Erismorn geben halt extrem viel XP. Und wenn ihr eben schon dabei seid, Crucible zu spielen, könnt ihr auch die Weekly Clan Bounties von Hawthorne gleich mitnehmen. Dann müsst ihr nämlich viermal Crucible gewinnen mit euren Teammates. Behaltet auch im Kopf, dass ihr euer Bounty-Inventar mit euren Quests teilt. Das heißt, haut alles raus, was ihr nicht braucht oder nicht mehr machen werdet. Kommen wir zum zweiten Punkt. Und zwar spart Enhancement Cores. Wie gesagt, gebt am Ende dieser Season keine oder kaum Enhancement Cores aus. Das gilt auch für die Ascendant Charts und auch für die Enhancement Prisms. Es gibt zurzeit einen Exploit, in welchem ihr ein neues blaues Rüstungsstück auf Level 8 hochinfundieren könnt und es dann löschen könnt. Das gibt euch mehr Enhancement Cores zurück, als ihr überhaupt eingelöst habt. Bis zum Drop des DLCs gibt es jede Woche ein bestimmtes Event bei den Hauptvendors. Das heißt Double Nightfall, Triple Infamy oder Double Valor. Diese Woche haben wir Triple Infamy für Gambit, daher nächste Woche Double Valor und daraufhin die Woche wieder Double Nightfall Loot. Also farmt diesen Nightfall Strike auf 1050 oder 1080, denn das gibt euch manchmal bis zu 2 Ascendant Charts und haufenweise Enhancement Prisms. Sonst könnt ihr natürlich auch auf allen 3 Charaktern Pill of Heresy, also das Dungeon auf dem Mond, machen, was euch beim Boss jeweils ein Rüstungsteil in Masterwork geben wird. Das heißt, wenn ihr diese neue Rüstung vom letzten Boss eben einfach löscht, kriegt ihr pro Woche 18 Enhancement Cores. Punkt 3. Die Tokens und natürlich auch die World Materials. Zavala und Shax haben immer noch Vanguard und Crucible Tokens. Die solltet ihr definitiv behalten und ansparen, denn wir hoffen ja alle, dass es mit dem Beyond Light DLC einen Vendor Reset geben wird, welche neue Crucible und Vanguard Rüstung mit sich bringt. Wenn ihr zu dritt seid und kaum noch etwas zu tun habt, kauft euch bei Zavala einfach Token Boons und löst diese im Strike ein. Dadurch bekommt ihr extrem viele Token Packages, welche ihr auch behalten solltet. Bei den World Materials solltet ihr nur Etheric Spirals, Baryon Büsche, Helium Filamente, Dusk Light Shards und Datengitter behalten. Alles andere verschwindet beim Start von Beyond Light. Daher tauscht einfach bei Spider die Materialien, die weggehen, ein für die, die ich gerade eben oben genannt habe. Punkt 4. Raids und Exotics. Da Scourge of the Past und alle Leviathan gebundenen Raids gehen werden, müsst ihr unbedingt nochmal raiden. Wichtig ist gerade Scourge of the Past, denn Anarchy ist einer der besten Heavy-Waffen im Spiel. Denn ihr könnt einfach auf einen Boss dreimal schießen und dann mit einem First Slot Grenade Launcher den Boss einfach komplett kaputt machen. Da auch die Leviathan Raids weggehen werden, wird auch Terrorbar verschwinden. Von daher solltet ihr unbedingt noch ein Team ranholen, mit dem ihr Crown of Sorrow rennen könnt. Weitere wichtige Exotics, die ihr unbedingt holen müsst, wären Izanagis Burden. Aufgrund des komplett hohen Schadens ist sie eine Top-Tier-Raid-Waffe. Thorn und Last Word für High-Tier-Hand-Cannons im PvP. Und weitere wären dann eben noch Bad Juju, Lumina, Sleeper Simulant und Ace of Spades, eben die Waffe von Kate. Kommen wir nun zum fünften Punkt, und zwar Glimmer Farm. Wer nicht genug Glimmer hat, sollte immer an seinen Rainmaker denken, welche im Inventar rumliegen. Diese bringen dir nämlich extrem viel Glimmer nebenbei ein. Wer Glimmer jedoch verstauen möchte für spätere Fälle, sollte sich am besten Other Side Sparrows aus seiner Collection ziehen und diese dann in die Vault stecken. Falls ihr noch Glimmer braucht, holt es euch einfach, wie vorhin gesagt, bei Spider ab, tauscht die alten Materialien einfach gegen Glimmer ein und ihr seid fein damit. Kommen wir jetzt zum letzten Punkt des Guides, und zwar God Rolls, die ihr unbedingt noch mitnehmen müsst. Ancient Gospel mit Rapid Hit und Kill Clip, das ist die Handgun aus dem Garden Observation Raid, also aus dem neuesten.
Dann Deathadder mit Feeling Frenzy und Dragonfly. Die holt ihr euch aus dem Prophecy Dungeon und ist wichtig, weil Recluse eben gesunsettet wird. Wenn ihr nochmal ein extra Guide-Video zu Sunset haben wollt, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Dann natürlich Fallen Guillotine auf Jagged Edge, Swordmaster's Guard, Relentless Strikes und Whirlwind Blade. Das ist extrem wichtig, weil je mehr Schläge man mit Relentless Strikes macht, desto mehr Schaden wird Whirlwind Blade, also der Rechtsklick, von dem Schwert halt eben machen. Und als letztes Gnawing Hunger mit Small Bore, Accurized Rounds, Tap the Trigger und Kill Clip für PvP. Ihr könnt natürlich auch für Trials of Osiris Loot gehen, denn dort könnte auch eine neue Rüstung kommen, von daher habt da mal ein Auge drauf. The Summoner ist auch eine dringendste Empfehlung von mir, denn The Summoner mit Rangefinder macht extrem dicken Schaden und ist eine der Top-Tier-PvP-Waffen. Das ist jetzt erstmal das Wichtigste, was ihr für Beyond Light erstmal machen müsstet. Falls ihr noch einen erweiterten Guide haben wollt, dann könnt ihr mir das auch gerne in die Kommentare schreiben. Ich werde dann nochmal einen vorbereiten. Jedoch reicht erstmal diese Vorbereitung komplett. Ihr solltet auch nur 1000 Tokens von den Sachen holen. Das reicht erstmal. Ihr könnt natürlich auch viel mehr farmen, wie zum Beispiel Sweatsicle, der hat 11.000 Vanguard-Tokens, was natürlich komplett krank ist, aber so viel werdet ihr niemals brauchen. Also, wenn euch das Video gefallen hat und wenn ihr noch mehr Tipps und Guides für Beyond Light haben wollt, lasst eben ruhig ein Like da oder halt eben auch einen Kommentar. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Wo ist er? What the fuck?